Unterschlupfbaufläche. Das Problem ist an dieser Karte, dadurch, dass die sich selber automatisch immer dreht, raff ich tatsächlich. Ah, das ist das, was wir vorhin mal gemacht haben, wo wir von oben waren, ne? Das war ziemlich cool. Da konnte ich jetzt hin, aber es bringt mir ja auch nichts, ne? Also das Beste wäre, wenn wir uns hier importen. Hallo Hawkeye. Und dann können wir ja, oder haben wir gesagt, das machen wir? Ja, die war vorhin nur so weit weg, die Mission, ne? Das heißt, eigentlich können wir Plastic jetzt schon helfen. Alter, ist das dunkel. Denn das ist tatsächlich nicht so weit weg. Wow. Manchmal ist das wirklich dunkel hier nachts. Ja, aber das geht halt jetzt. Ne, Plastic hat so viel Gutes für uns getan, da können wir jetzt ruhig mal uns kurz die Zeit nehmen, um Plastic zu helfen. Sie hat nämlich so gesehen ganz schön was gut bei uns. Ein bisschen knapp. Da. Nee, warte. Erst ein 180 Grad Sprung. So. Ah, das war der coole Abschnitt hier. Na, siehst du, den laufe ich doch erst recht gerne. Weil wir hier so gut wie noch gar nicht waren. Und das ist ein verflucht geiler Abschnitt. Richtig, richtig schön. So, Plastic, bin gleich da. Hier, schaut mal, wie cool das hier aussieht. Ja, kannst du mal ins Bad gehen. Dusche. Boah, hätte ich gern so eine Dusche. Ohne Scheiß. Das wäre ein Traum. Gehst einfach rein. Riesenraum, drückst drauf. Regen, fertig. Geil. Das wäre sehr, 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 sehr geil. Tatsächlich. So, hier lang. Hier, da war einer dieser schönen Küchen. Gut. Da, die andere Küche, die Leute da mal gefunden haben, war besser. Hier, da wohnt doch jemand! Ich renne immer nur an allen vorbei, sodass man... Was ist das eigentlich für ein kranker Kamin? Siehst du mal, hier wohnt doch jemand. Ich habe nur nie die Zeit, mir die Leute anzugucken. Mann, 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 Mann. Aber was eine geile Bude. Wenn man sich dieses, wenn man auf dieses moderne Zeug steht. Hier, ich hätte auch gerne in meiner Wohnung einen Wasserfall. Hallo, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt, wenn ich einen fucking Wasserfall in meiner Wohnung hätte. Machen wir so. Wow. Alles klar, jetzt bin ich so ein bisschen... Ach nö, ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, auf dem Boden.
Ach nö. Ich glaube, die Wasserkosten sind ja tatsächlich gar nicht mal so das Problem. Hier, nice Küche. Oder sagen wir zumindest geiler Kühlschrank. Boah, hätte ich gern so einen Kühlschrank. Warum ist sowas alles so teuer? Da guckst du mal, da kostet so ein Kühlschrank, den du mal geil findest, da kostet der einfach mal 2000 Euro. Und du denkst dir so, okay. Woher nehmen die Menschen so viel Geld? Dabei ist das auch noch eine sinnvolle Investition, weil der Kühlschrank, der begleitet dich 24/7 in deinem Leben. Ne? Da ich eine 89 Ti habe und auf Ultra flüssig spielen kann, sei deine Frage damit beantwortet. Hey, kannst du da, wo du gerade bist, meinen Metagrid-Zugang erwarten? Ja, deswegen bin ich doch hier. Hilf Plastik ihrem Metagrid. Ich glaube, ich lasse mal schnell wegporten. Danke, sehr geil. Ich habe durch den Missionsstart einfach mal das Ding geskippt. Wo fangen wir an? Okay. Könnte ich hier anfangen? Dann habe ich den. Der schwebt in der Luft, der schwebt in der Luft, der schwebt in der Luft. What? How? Wie wenig Sekunden ich dafür habe. Wie soll ich denn die drei hier kriegen? Das machst du gut, Faith. Nur noch ein paar und ich habe vollen Zugang. Ah, okay, so. Alles klar. Okay, okay, ich weiß jetzt wieso. Der Stream läuft nicht in 60 FPS, weil OBS ein Problem mit Mirror's Edge hat, leider. Das liegt nicht am Spiel. Also wahrscheinlich vielleicht schon, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber aus irgendeinem Grund kriege ich leider nur 50 FPS rein. Zumindest für euch. Bei mir läuft das mit deutlich mehr als 60, aber keine Ahnung. Okay, vielleicht mache ich das jetzt einfach anders. Und zwar fangen wir so an. Schnappen uns den. Dann den. Bei dem hier verliere ich sehr viel Zeit. Dem baue ich aber auch scheiße, wie ich das sehe. Kann ich den nicht so schnappen? Kann ich mir den nicht so schnappen? Hier mit Walljump? Okay, nee, nicht so wirklich. Warte mal, ich habe doch jetzt mit keinem Problem mehr gehabt. Wie habe ich den zuerst gekriegt? Warte mal. Ach, hier. Ah, da kann ich springen. Okay, 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 okay. Weil ich glaube, ich kann das hinkriegen. Also, wir fangen hier an. So, schnappen uns den. So, dann ihn hier. Ich habe halt super wenig Zeit. Das macht mir noch ein bisschen Angst. Super wenig Zeit. Ne, wie habe ich den gekriegt? Ich bin dann zu dem gekommen und wie habe ich mir den geschnappt? Mit dem Sprung hier? Ah, mit dem Sprung. Okay, 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 okay. Alles klar.
Ja, aber das ist der falsche Anfang. Das funktioniert nicht. So. Ja. Ich habe viel zu wenig Zeit. Fuck. So, jetzt ihn. Laufen wir hier hoch. Dann kann ich mir den auf der Seite gar nicht schnappen. Wie schnappe ich mir denn den am schnellsten? Muss ich doch gleich darauf? Also von hier aus quasi... So, dann hier runter. Die Rolle. Und dann den schnappen. Das kostet alles sehr viel Zeit. Irgendwas mache ich hier noch ein bisschen falsch, denke ich mal. Haben wir gesagt, den können wir so erwischen? Naja, springt sie nicht richtig. Okay. Okay, pass auf. Irgendwas kostet mich noch Zeit. Nämlich er hier. Wenn ich auf ihn drauf springe, ich komme von da nicht an den, oder? Nee, ne? Nee, das ist es nämlich, dass ich das nicht schaffen kann. Dementsprechend kostet mich der unglaublich viel Zeit. Kann ich irgendwie das in einer anderen Reihenfolge machen vielleicht? Selbst wenn ich mit dem Anfang es scheiße. Irgendwie habe ich eher das Gefühl, ich sollte den zuletzt machen. Wenn ich so anfange, dass ich von der Seite darüber springe, dann den mir schnappe, dann den mir schnappe. Wenn ich den habe, den da drüben, dann... Das... Überhaupt ist das von der Zeit her sau wenig... Ultra wenig Zeit habe ich dafür. Abgesehen davon, dass das nur so semi klappt. Wie habe ich denn den jetzt beim letzten Mal geholt? Kann man den eventuell mit dem Wallrun kriegen? Das wäre es nämlich. Wallrun würde nämlich nicht so viel Zeit kosten. Warte mal. Naja, okay, das klappt nicht so ganz. Wie habe ich denn den jetzt gerade vorhin geholt? Okay, so. So, und dann hätte ich nämlich gesagt, dann, dass ich mir den schnappe. Jetzt habe ich natürlich gerade einen Fehler gemacht. Dann den. Dann den. Ja, und wenn ich dann da nicht runterfalle, das da nicht verkacke, dann könnte ich es eventuell hinkriegen. Na, den Sprung macht sie nicht immer so, wie ich das gerne hätte. Ja, genau so musst du den machen. Liebe Faith. Ich mach's bestimmt voll kompliziert. Aber... Hier klappt das irgendwie einfacher. Siehst du? Hier klappt der Sprung gleich. Warum nicht? Ach, warte mal. Habe ich das nicht gerade so gemacht? Das kostet mich halt schon so viel Zeit, hier rüber zu laufen, ne? Ja, komm. Nein, ganz knapp. Aber ich glaube, ich hab's jetzt. Weil ich gerade gesehen habe, ich kann von da dahin springen. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. So, jetzt habe ich hier einen Ticken weniger Zeit verloren. Ah, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Nein. Jetzt hatte ich gerade keine Übersicht. Ja, das ist halt das, ne? Wenn du solche Runs aus der Ich-Perspektive machst. Und dann muss ich nur noch da...
Okay, komm, das können wir schaffen. Kann ich das nicht doch zuletzt machen? Warte. Nee, okay, das habe ich jetzt... Da darf ich tatsächlich nicht rollen, weil sonst bin ich zu nah dran. So, kann ich jetzt mir nicht irgendwie das hier schnappen? Dann nochmal zurück. Ah, dann ist er da nicht gesprungen. Dann ist er da nicht gesprungen. Wenn das doch nur so funktionieren würde, wie man sich das vorstellt, ne? Und dann schnappt sie sich das nicht. Schnapp ich mir den da wirklich zuletzt? Ich weiß es nicht. Dass ich mit denen jetzt vielleicht schnappe? Ja? Ja, ich hab's! Na, guck mal. Das war sogar richtig schnell. So, noch ganze 4 Sekunden Zeit. Geht doch. Was für eine Songlist. Aber siehste mal. Das haben wir jetzt ganz gut gemacht an dem... Oh, da sind wieder die Kruger-Typen. Aber warte, ihre Mission ist ja jetzt vorbei. Das heißt, ich kann sowieso woanders hin. Können wir in diesen Unterschlupf? Kann das sein, dass wir in diesem Unterschlupf noch nicht mal waren, weil noch nicht mal zur Auswahl steht, dass ich dahin könnte? Ey, nenn mich noch einmal Zecke und du hast das letzte Mal in deinem Leben Zecke gesagt. Au. Ah, abgewimmelt haben wir sie vielleicht. Aber um welchen Preis? Ja, wir waren hier nämlich so gut wie noch gar nicht. Das ist ja mal mit Abstand das coolste Gebiet hier. Also, ihr habt das schon gesehen, da war noch was. Natürlich unter dem Zeug. Hi. Achtzehn Teile gäb's hier. Boah, ist schön. Ist das hier unser Versteck? Yo, den Fernseher nehme ich auch. Hallo? In der Küche? Oder ist das eine Küche mit Konferenzraum? Den Fernseher nehme ich auf jeden Fall, den 3 Milliarden Zoller. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Krasser Shit. Bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Nee, ne? Ich glaube, ich bin schon zu weit gelaufen. Vor all der Schönheit, die mich hier geblendet hat. Ja, einfach mal so ein bisschen durchs Haus schwingen. Super geil. Also die Wohnung nehme ich. Warum muss ich jetzt eigentlich wieder in die andere Richtung? Wir könnten ein kleines Ablenkungsmanöver brauchen. Schön. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal hier den Punkt haben. Dann reden wir über irgendwelche Ablenkungsmanöver. Man könnte fast meinen, ich soll hier runterspringen. Aber mein GPS sagt was anderes. Bin ich wirklich auf dem Weg zum Versteck? Das ist ja hardcore der Weg. Oh, das sieht auch wirklich... Ja. Hi. Okay, und hier gibt's kein Fenster. Warum gibt's hier kein Fenster? Wir haben bei dem Angriff einige gute Leute verloren.
Ja, und Fenster. Offensichtlich. Gleich mal den Screen hacken. So. So, und das ist jetzt unser neues Zuhause. Schön. Ah, hui. Wenigstens, das ist natürlich cool. Ah, Mensch, hätte ich so eine schöne Matratze da unten, hätte ich wahrscheinlich auch keine Fenster. Hm? So. Ach so, da ist überhaupt gar kein Boden unter meinen Füßen. Gut. Dann schauen wir einfach mal, wo wir jetzt das nächste hingehen. Ich wollte eigentlich nur schnell den Unterschlupf entdecken. So, und zwar unsere nächste Mission. Wäre wohl hier. Damit wir quasi jetzt die Storyline weitermachen mit der Schwester. Glaube ich, klingt das ganz gut. Dazu müssen wir nämlich mit Icarus reden. Warum hast du das gemacht? Was? Soll ich die Treppen nehmen, oder was? Mann. Mein ganzer Körper juckt. Wasch dich mal, Icarus. Wir werden bald. Hab's gehört. Verdammt. Was ist mit dir passiert? Wir wollten deine Schwester hochbringen, als die Hölle losbrach. Dann wurde ich geschnappt. Kruger Sack hat mir irgendwas gespritzt und mich dann gehen lassen. Deine neue Freundin denkt, es war Reflection. Klingt ganz danach. Na komm. Es ist noch nicht vollständig aktiv. Im Moment droht keinerlei Gefahr. Du, warum hast du diese verfluchten Peilsender hierher geschickt? Sie werden Krugersack direkt zu uns führen. Wie ich schon sagte, das Signal reicht nicht so tief runter. Ihre Schwester hat das jedenfalls erreicht, als wir nach oben kamen. Krugersack war binnen Minuten da. Und ich habe gute Freunde für dich. Na, willkommen im Club. Du wolltest mir diese Pläne nie geben, oder? Egal. Ich kann den Familien auch anders schaden. Das könnt ihr mir glauben. Ihre Türme werden sie nicht vor mir schützen. Faith. Solange Reflection nicht zerstört ist, sind wir hier gefangen. Ich weiß vielleicht einen Weg, aber ich brauche die Pläne. Geh zu meiner Freundin Plastic. Sie hat es und dort seid ihr sicher. Icarus kann ihnen den Weg zeigen. Durch die Tunnel. Was ist mit dir? Wir sollten gehen. Hier lang, Doktor. Hey, bleib mal ganz vorsichtig damit. Erkennst du mich denn nicht? Warum? Bitte. Faith? Na komm, ich bring dich hier raus. Langsam Zeit, dass du mir einen Besuch abstattest. Denkst du nicht auch? Wir haben einiges zu bereden. Außerdem möchte ich dir wegen Noah mein Beileid aussprechen. Er war ein ehrbarer Mann. Alles klar. Dogen, ich komm vorbei. Ja, ich habe gehört, es gibt Familienangelegenheiten. Wow. Was ist los mit der Karte? Oh, gibt's hier kein Versteck, das wir in der Nähe haben?
Plastics versteckt? Warum haben wir... Wollte gerade sagen, wir können doch zu Plastics verstecken. Da können wir uns nämlich eine Menge Zeit sparen auf dem Weg zu Dogen. Ich glaube, das ist schon mal nicht verkehrt. So. Siehst du, und schon ist der Weg nämlich gar nicht mal mehr so schlimm. Geheime Lieferung. Hey, Plastic. Hallo. Hi. Huch! Das war so gar nicht mal geplant. Oh, das war aber ziemlich gut. Alt, oben lang? Okay. Und dann hier? Nee. Nee, echt nicht. Wie sieht das eigentlich aus, skilltechnisch? Haben wir mittlerweile 7 Upgrade-Punkte. Ich glaube, ich kann so langsam mal alles lernen, oder? So, wow. Alles gelernt. Es sind eh keine Fähigkeiten, die ich wirklich per se nutze. Also was soll's, ne? Oh oh. Weißt du, aber das überlebt's ja. Aber viele andere Sprünge, wo ich mir denke, jo, easy, die nicht. Es war schön, auf dem Tisch noch ein bisschen sliden. So, Dogen, ich bin gleich da. Was auch immer du willst, ne? Aline. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, Reflection ein für alle Mal zu deaktivieren. Oha. Ja, aber dafür benötigen wir Krugers persönlichen Gridprint. Das ist die schlechte Nachricht. Ugh. Ich komme nicht an ihn ran. Er hat ihn vermutlich in einem autonomen Netzwerk. Ohne ihn sind uns leider die Hände gebunden. Wir geben dir Bescheid, falls sich irgendwas ändert. So erledigt. Er hat gewonnen. Quatsch. Aber erst werden die Familienangelegenheiten geklärt. Oh, welch hoher Besuch. Wollt ihr mir jetzt die Beine brechen? Nur zu, bringen wir es hinter uns. Bring zu Ende, was du begonnen hast. Danach breche ich dir gerne die Beine, wenn du willst. Es ist schon zu Ende. Noah ist tot. Meine Mutter hat an Reflection gearbeitet und meine Schwester arbeitet für Kruger. Nur ich falle aus der Reihe. Und die Arbeiter freuen sich über Reflection wie über einen alten Freund. Eine neue Welt steht bevor, Faith. Und in ihr ist kein Platz für mich oder dich. Außer wir halten es auf. Verdammt, das lässt sich nicht aufhalten! Ja, da habe ich etwas anderes gehört. Weißt du, deine Freundin Plastic ist ein faszinierendes Mädchen. Sie sagt, wir brauchen nur Krugers persönlichen Gridprint. Tja, nur kommt da keiner ran. Nicht mal eine Top-Runnerin. Ich weiß zufällig, dass Kruger in der View eine Privatwohnung hat. Mit Zugang zum Netzwerk der gesamten Kruger-Familie. Klar, ein Einbruch in Krugers Privatwohnung? Da wimmelt es doch nur von Sicherheitskräften. Ich schätze, ich habe mich in dir getäuscht. Du darfst dich jetzt entfernen. Wie? Warte. Das war's? Ja, verdammt, das war's! Ich kannte mal eine junge Frau, die jedem die Stirn geboten hätte. Selbst mir, um das zu tun, was sie für das Richtige hält. Aber du bist nicht sie. Du bist am Ende. Nimm die Zeichnung und geh. Ich will dein Schmollen hier nie wieder sehen, verstanden? Seit wann kümmert es sie, was richtig ist? Seit es sich mit meinen Interessen deckt. Warum bist du noch hier? Hier, weil sie sich irren. Ich bin nicht am Ende. Beweis es. Mach ich.